Ja, ich möchte heute mal auf einen Trick eingehen, den ich auch schon vor, ja, ich würde fast sagen Jahrzehnten, auch wieder bei einem YouTube-Video damals bekommen habe von einem meiner Lieblingsgitarristen, als ich Jugendlicher war, Paul Gilbert. Könnt mir vorstellen, dass viele den kennen. Der ist heute auch immer noch sehr aktiv. Und ja, der hat damals so eine Masterclass irgendwie in Japan, glaube ich, gegeben und die hat jemand mitgefilmt und ich habe es mir bei YouTube angeschaut. Und ja, der Trick war total simpel, also er betrifft die Art und Weise, wie man das Plektrum hält. Und er hat damals gesagt, dass ihm das hilft, wenn man das Plektrum schräg hält zur Seite, ne? Sprich, ich versuche das mal hier zu demonstrieren. Normal würde man ja vielleicht denken, das Plektrum trifft genau waagerecht auf die Seite, ne? Also so ganz gerade. Und er hat es mal so ein bisschen schräg gehalten, also so mit so einem Winkel, ne? Und ich bin mir sicher, das ist ein Trick, der funktioniert nicht für jeden, weil jeder hat ja noch ein bisschen vielleicht eine andere Anatomie oder so, oder hält vielleicht auch die Gitarre anders. Ich kann nur von mir ausgehen, bei mir hilft's. Ich habe es auch damals angewendet. Mich übrigens Entschuldigung, ich habe ein bisschen Corona noch, deswegen ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen. Aber ich versuche mal trotzdem, das hier zu Ende zu kriegen. Also das Plektrum schräg zu halten. Und ja, ich gehe mal darauf ein, warum mir das hilft. Und zwar, wenn ich das Plektrum waagerecht halte, so, dann sieht man vielleicht, dass mein Arm hier so einen Bogen macht, ne? So eine Art Kurve. Ja? Und ich habe festgestellt, dass ich in dieser Armhaltung, dass mein Arm generell irgendwie ein bisschen verkrampft ist. Ja, und das sieht man vielleicht jetzt schon bei der Bewegung. Ja, irgendwie, dass ich merke hier so eine Anspannung. Ne? Es flutscht irgendwie nicht so gut. Und wenn ich jetzt hingegen das Plektrum schräg halte, ne, dann macht der Arm auch so eine Kurve, aber in die andere Richtung. Das fühlt sich viel entspannter an. Und ich kann viel schneller und besser diesen Wechselschlag machen. Geht jetzt auch gar nicht nur um Geschwindigkeit. Bin selber jetzt auch kein Speed-Gitarrist oder so. Ich bin eher so Blues-Rock die Richtung, Pop und jetzt nicht darauf bedacht, immer möglichst schnell zu spielen. Aber manchmal macht es ja doch Spaß. Aber es ist halt generell einfach wichtig, dass man eine möglichst entspannte Armhaltung hat. Und mir fällt es viel einfacher, wenn ich das Plektrum schräg halte, weil dann mein ganzer Arm hier entspannter ist. Ich meine, wenn man sich vorstellt, man legt den Arm hier ab und will einfach nur entspannt ein bisschen aus dem Fenster gucken, dann würde der Arm ja auch hier so runterhängen und man würde den nicht irgendwie so halten. Da müsste man ja die ganze Zeit hier die Muskeln anspannen. Und wenn man sich vorstellt, dass dann noch zusätzlich zu der schnellen Bewegung, das wäre vielleicht sogar logisch, dass das vielleicht ein bisschen hinderlich ist. Bin jetzt da kein Physiotherapeut oder so, oder jemand, der das besser beurteilen könnte, wie das hier mit den Muskelsträngen funktioniert. Aber ja, so vom Gefühl her kann ich das auf jeden Fall so bestätigen, dass es so viel entspannter ist, ne? Das heißt, wie man das Plektrum hält, beeinflusst direkt, wie man den Arm hält, ne? Und ja, es hat aber auch noch ein paar weitere Vorteile, wobei das hier schon der wichtigste ist. Ja, ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, dass der Sound ein bisschen angenehmer ist, zumindest für meinen Geschmack. Ich finde, der Sound ist ein bisschen weicher, wenn ich das Plektrum schräg halte. Wenn ich jetzt mal gerade halte, ist ein bisschen härter. Hört man vielleicht jetzt nicht so. Jetzt halte ich es mal wieder schräg. Also für mich ist es viel angenehmer, wenn ich es schräg halte, der Sound ist weicher. Ich habe das Gefühl, ich kann auch fest anschlagen, auch übrigens auf der Akustikgitarre. Da fühlt man sich vielleicht manchmal ein bisschen gehemmt mit Plektrum, wenn man die zu Hause spielt, weil es vielleicht zu laut ist oder dass die Nachbarn das hören. Wenn ich das Plektrum schräg halte, habe ich das Gefühl, ich kann viel mehr Energie in meine Spielweise reingeben, ohne dass es direkt so ein harscher Sound und so laut wird. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht mal Metallica spielt, keine Ahnung, so einen Sound will, da muss man vielleicht dann auch das Plektrum ein bisschen waagerechter halten. Ne? Also es ist jetzt keine 100%-Regel, wie ich schon sagte, funktioniert wahrscheinlich auch nicht für jeden. Ne? Zwei weitere Vorteile, auf die ich schnell eingehen will. Also einmal, ich finde auch dadurch, dass man das Plektrum schräg hält, rutscht das ein bisschen besser über die Saiten. Man hat hier irgendwie weniger Widerstand. Jetzt, wenn ich es waagerecht halte, hakt es manchmal so ein bisschen und so schräg. Rutscht es schnell. Und ja, noch ein Vorteil, ich habe irgendwie dadurch, dass ich es schräg halte, lege ich immer meinen Daumen hier direkt auf den Saiten ab, gerade wenn ich die hohen Saiten anschlage.
Und dadurch habe ich einen viel kleineren Bewegungsradius. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, also quasi ab hier irgendwo bewegt sich überhaupt meine Hand nur. Klar, ein bisschen aus dem Handgelenk, aber irgendwie ist es insgesamt eine kleinere Bewegung, wenn ich hingegen so mache. Ist irgendwie das Plektrum weiter weg von der Seite. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich mehr anstrengen, um die Töne anzuschlagen und richtig zu treffen. Ne? Also insgesamt kann man einfach sagen, es hat viele Vorteile. Der Arm ist entspannter. Man macht ein bisschen kleinere Bewegung, vielleicht sogar auch ein bisschen Bewegung aus dem Daumen. Also ich mache das sehr häufig. Liegt daran, dass ich auch gerne Fingerpicking spiele. Und deswegen bin ich es gewohnt, meinen Daumen auch viel zu bewegen. Und man hat weniger Widerstand und kann irgendwie schneller und entspannter spielen. Und ja, das Wichtigste beim Gitarrespielen ist die Haltung und die Entspannung. Da habe ich auch mal ein anderes Video zu gemacht zur Haltung. Das ist für mich ziemlich das Wichtigste beim Gitarrespielen. Und ich kann nur sagen, immer wenn ich das Gefühl habe, Mensch, heute klappt es nicht, ich spiele heute nicht so gut, dann liegt es meistens daran, dass ich vielleicht generell ein bisschen angespannt bin im Körper und die Gitarre dementsprechend auch komisch halte und komisch sitze, ne, wenn man vielleicht krank ist auch. Hat ganz oft was mit der Haltung zu tun. Ne? Ja, mich würde sehr interessieren, was du davon hältst. Vielleicht hast du ja solche Erfahrungen auch schon mal gemacht. Vielleicht hältst du das Plektrum ja auch sowieso schon so. Ich würde jetzt mal sagen, dass viele das intuitiv machen. Vielleicht funktioniert das für dich auch nicht. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, jeder hat eine andere Anatomie. Aber ich habe festgestellt, dass es für viele schon echt einen Vorteil bringt. Und ja, also lass mir gerne einen Kommentar da und natürlich ein Abo und ein Like würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.